Hallo und grüß euch zum neuen Art Journaling Video. Heute arbeite ich in einem quadratischen Aquarelljournal. Das ist eins von Kunst und Papier und ich mag die total gern, vor allem fürs Art Journaling. Ich finde, die Papierqualität ist dafür durchaus ausreichend und die finde ich eigentlich relativ gut. Man kann auch direkt einfach mit Aquarell da drin malen. Das Papier wälzt sich halt ein bisschen, weil es natürlich nicht so dick ist. Dafür haben die Bücher sehr, sehr viele Seiten. Ihr seht dazu, ich stempel gerade und zwar stempel ich mit Versamark Ink verschiedene Stempel von dem Carved Whimsy Wood Stamp Set. Das ist ein Baum und ein paar so Pflanzendinger am Boden. Ihr seht das hier nach, wenn ich die Aquarellfarben drauf tue. Ich habe das Ganze jetzt mit weißem Embossingpulver embossed und jetzt feuchte die ganze Seite an. Und dann gehe ich mit den Aquarellfarben mit der Nasse-Nass-Technik rein. Die embossten Stellen auf dem Papier sind quasi wie Plastik und somit halten die Aquarellfarben auf den Stellen nicht. Und dadurch wird dann das Motiv, was man vorher gestempelt hat, natürlich sichtbar. Ich habe wie immer unten in der Videobeschreibung den Blogpost verlinkt, dann könnt ihr euch die Fotos von der Seite anschauen. An den Stellen, wo jetzt über dem embossten Teil nur Farbe ist, da gehe ich einfach mit einem feuchten Pinsel drüber und nimm die Farbe wieder weg.
Ich mache jetzt noch mit einem weißen Gesso einfach unten so einen Boden auf die Seite. Da möchte ich später einen Titel drauf stempeln oder aufkleben. Jetzt mache ich mit verschiedenen Blau- und Türkistöne Blätter an meinem Baum hin. Ich verwende hier nicht nur die ganz normalen Aquarellfarben, sondern ich habe mir auch ganz neue zugelegt. Die sind von White Nights, die sind glaube ich auch sehr neu. Das sind so Pastelltöne und die sind aber alle deckend. Also das sind keine typischen Aquarellfarben. Und die verwende ich auch da, weil das natürlich ganz gut passt, weil die diesen dunkelblauen Hintergrund einfach wieder ein bisschen aufhellen. Am Boden mache ich auch noch so ein paar Grashalme hin. Zum Abschluss gehen wir noch ein paar Farbspritzer auf die Seite und dann tue ich noch meinen Titel aufkleben. Den habe ich gestempelt mit den Mixer Sentiment Stempelsets und dann die Wörter einfach ausgeschnitten. Ja, und da seht ihr die fertige Art Channel Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal. Pfiat euch!